Eine ungewöhnliche Wahlnacht liegt hinter uns. Amerika hat einen neuen Präsidenten gewählt und zur Überraschung vieler Demoskopen und Wahlbeobachter ist Donald Trump als Sieger aus dieser Wahl hervorgegangen. Die Gründe liegen sicherlich darin, dass es eine Anti-Establishment-Bewegung und Stimmung im Land gab, die er geschafft hat, für seine Zwecke zu mobilisieren. Gerade die Wählerschicht, die das Gefühl hat, durch Globalisierung und Wirtschaftskrise den Anschluss verloren zu haben, die weiße Mittel- und Unterschicht, ist überwiegend zur Wahlurne gegangen und hat ihn gewählt. Hillary Clinton hat es nicht geschafft, die Obama-Koalition zu motivieren, an die Wahlurne zu gehen, in dem Umfange, wie es Präsident Barack Obama 2008 und 2012 gelungen war. Was bedeutet das für die Zukunft Amerikas, aber auch der transatlantischen Beziehungen? Es ist schon ein großer Unterschied zwischen Wahlkampf und Regieren. Die schwere Arbeit der neuen Trump-Administration beginnt im Januar mit dem Regieren. Für die transatlantischen Beziehungen bedeutet das sicherlich, dass wir eine intensive Diskussion mit einem neuen Amerika führen werden und müssen und sehen, ob wir die gemeinsamen Werte, die uns verbinden, weiterhin verteidigen werden.